Weiter geht es. Willkommen zurück, Dragon Quest 11. Nach einer kleinen Pause, aber wieder frisch motiviert mit einem Kaffee. Alles ist schön, alles ist gut. Wir sind dabei, die Kanalisation zu... wir sind hier gerade in der Kanalisation von Heliodor. Zusammen mit dem Hendrik, der uns eigentlich eine ganze Zeit lang verfolgt und töten wollte. Oder mindestens einsperren. Eins von beiden. Ich glaube eher einsperren, weil tot hätten wir dem Lord Voldemort... Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit H. Anders hätte er unsere Macht nicht stehlen können, um den, um Yggdrasil zu stürzen. Hat er getan. Haben wir nicht dran geglaubt. Ist passiert. Die ganze Welt ist dunkel. Alles Mist. Und wir wollen dieses Königreich zurückerobern. Es wäre gar nicht so verkehrt, weil damit hätten wir zumindest wieder Schutzmauern, womit wir den Leuten ein sichereres Zuhause liefern könnten, als das, was wir vorher hatten. So, das Gute ist, wir können ja jetzt... Ja, guck mal. Hier waren wir ja schon mal. Wir kennen uns hier praktisch aus. Das ist unsere zweite Heimat gewesen hier. Aber wir können jetzt hier auch neue Türen öffnen, dank dem König, der uns den Schlüssel zur Kanalisation gegeben hat. Und hier gibt es Kisten ohne Ende. Endlich. Eisenkopfschutz. Nein, eine Fresskiste. Ich hasse die Dinger. Diese Viecher sind echt nicht ohne. Bei dem... Und wir können auch nicht flüchten. Ach, super. Und eingeschlafen. Ja, lassen wir Hendrik mal alleine kämpfen. Ja, das ist ein gemütlicher Kampf. Endlich wieder wach. So, probieren wir es mal mit dem Falkenhieb. Diese Dinger sind echt nicht ohne. Meine Güte, ich habe schon richtig Angstschweiß. Meine Fresse, das war ja ein richtig wilder Kampf gerade. What the fuck? Die Dinger haben doch normalerweise mehr drauf als das. Aber gut, ich sollte mich nicht beschweren. Ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass die jetzt gerade nicht ganz so doll waren. So, hier drüben waren noch so kleine Moves. Was haben wir hier? Ah. Unsere verhassten bösen Vasen, die wir loswerden müssen. Und hier können wir uns nochmal ausruhen, schlafen, Feuerholz. Alles parat. Das ist doch ein Geschenk. Das nehmen wir an. Das spart uns zumindest ein paar kleinere Gegenstände. So, wir speichern lieber hier unten ab. Für den Fall, dass wir dann doch nochmal ein bisschen aufleveln müssten. Super. Oh, hier sind nochmal Vasen. Eins. Zwei. Ein Ausdauersamen. Njam, njam. Das klingt doch lecker. Verließe untere Ebene. Wir gehen mal hier hin. Da waren wir ein bisschen eingesperrt in dem Gebiet hier. Das war ein trauriger Move. Da dachten wir, hey, wir haben einen Freund und zwar den König. Und dann war der König unser größter Widersacher. Bis wir festgestellt haben, dass der König von Heliodor auch nichts weiter als besessen war. Irgendwie sind hier alle besessen. Die Eiskönigin, die was auch immer, alle. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht in eine Sackgasse gelaufen. Nee, das sieht gut aus. Oh, krass. Da drüben. Ah, das gibt's nicht. Yikes. Oh nein, das ist ja hier wieder so einer mit einem sprechenden Schild. Fliehen, kämpfen. Ach komm, kämpfen wir. Falcon Punch. Ich denke, der ist nicht so krass drauf wie, wie der Boss, den wir damit besiegt haben. Nee, sag ich doch. Der hat nichts drauf, der Junge. Das ist ein richtiger Boon. Oh, da unten ist was. Also, ich meine, da ist eine Person. Da ist irgendwas grün. Achso, ja klar.
Das ist der Fluchtweg, den Erik hatte, der uns direkt zum Drachen geführt hat. Das war unsere kleine Zelle, voll gemütlich. Aber gut, hier gibt es jetzt nichts weiter zu holen scheinbar. Nee. Außer wieder so ein Gegner. Oh, da ging nur einer drauf. Oder da hat nur ein Hit funktioniert. So, komm. Henrik, mach ihn kaputt. Hast du fein gemacht. Zum ersten Mal bin ich stolz auf dich. Okay, dieser Weg ist definitiv nicht der richtige. Oder, naja gut, er war schon irgendwie der richtige. Wir schleichen uns an den Typen einfach vorbei. So. Du kannst uns auch nichts. Du siehst uns gar nicht. Ich denke mal, das böse Übel befindet sich natürlich im Palast. Quatsch, im Palast sage ich. Wie heißt das nochmal? Im Thronsaal. Hier ist aber auch ganz schön was kaputt gegangen. Viele Bücher. Mal gucken, was wir hier Schönes haben. Hallo. So, Anleitung, Titel. Der Teufel steckt im Detail. Oh, Exorzistenschwert, Dämonenspeer, Dämonenpeitsche, Teufelsschwanz. Richtig gut. Neue Waffen, die wir herstellen können. Was haben wir hier? Schätze der Nation Nummer 106. Oh, habe ich jetzt etwa 105 Bücher verpasst oder was? Der Schild von Heliodor. Okay. Unsere Geschichte beginnt mit dem ersten König von Kirchwell und seinem Gefolge, die nach vielen Tagen der harten Reise in einer Herberge in Heliodor Rast machten. Ein großer schwarzer Drache erfuhr davon und erachtete dies als die perfekte Gelegenheit, den König von Kirchwell zu töten. Also startete er einen flammenden Angriff auf die Stadt. Als die Bürger von Heliodor in Panik gerieten, trat ein einziger Ritter mit ausgestreckten Armen vor sie und tat alles, um sie vor dem Zorn der abscheulichen Echse zu beschützen. Der König von Kriegerwald war so bewegt von der selbstlosen Tapferkeit des Ritters, dass er ihm einen edlen Schild in Form einer großen schwarzen Drachenschuppe schenkte. Bis heute befindet sich dieser sagenhafte Schatz in Heliodor. Der König kann ihn jedem Ritter überreichen, den er seiner für würdig erachtet, mitsamt der Rolle, für die der Schild steht. Erster Ritter des Reichs. Oh yeah, ich will den haben. So. Lehre des Tristan, Geheimnis des Herzen. Okay, die Seiten sind ziemlich marode und dreckig, die können wir nicht lesen. Das ist schlecht. Ein Platinschwert. Na, ganz geil. Na komm, Ausrüstung. Nee, Gegenstände. Ausrüstungsbeutel. Platinschwert. Bringt das Ding überhaupt irgendwas? Transfer. Also, hätten wir eine Stelle, an der wir das aufwerten können, also so ein Lagerfeuer, dann wäre es natürlich geil. Deswegen auch mein leichter Seufzer. Oder naja, nicht Seufzer. Eher das Aufstöhnen. Da ist nix. Ach, geh mal. Steh mir mal nicht im Weg rum, Dicker. So, wir laufen mal hier entlang. Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir hier irgendwelche coolen Dinge. Also das ist auf jeden Fall nicht der Weg zum Thronsaal. Das ist zumindest schon mal ganz praktisch. Naja, was heißt praktisch? Eigentlich ist es nicht praktisch. Wir wollen ja zum Thronsaal. Aber es ist schön, wie Henrik uns einfach hinterher dackelt. Und so, ja, der weiß schon, was er tut. Nee, weiß ich eben nicht. Ich bin nur hier, um irgendwelche Sachen umzuwerfen, kaputt zu machen. Oh, was haben wir denn hier? Wenn hier nichts Besonderes ist, warum sagst du mir dann, dass das ein Regal ist? Sehr witzig. Hey, dir fällt dieses Regal auf. Ich gucke dieses Regal an. Es ist nichts Besonderes, es ist ein 0815 Regal. Wahrscheinlich Marke Ikea oder irgendwie sowas. Hat jeder in seinem Haus.
Ja, schade. Den muss ich jetzt von hinten angreifen. So, der sollte nicht so viel drauf haben eigentlich. Sag ich doch. Our triumph was never in doubt. So, hier hinten irgendwas Wichtiges? Nein, nichts Wichtiges. Nur Kaputtes und weniger Tolles. Oh, was bist du denn? Even the great stairway lies in ruins. Damned. The usurper will be in the throne room, if he is anywhere. He must be found and punished, which means we must seek another way up. Ja. Aber genau das habe ich doch schon gesagt. Genau das habe ich ja gesagt. Hier ist definitiv. Wir müssen definitiv zum Thronsaal. Was sind das für komische Kreaturen hier? Schon leicht creepy. Ah, Mensch! Gibt es echt noch? Gibt es hier tatsächlich noch ein Schwänzchen von eine Wurzel von Yggdrasil? Existiert die noch? Ist die noch heile? Das wäre ja bombastisch. Das würde bedeuten, dass Yggdrasil doch nicht vollständig zerstört wäre. Gucken wir mal. Berühren wir auf jeden Fall. Natürlich müssen wir. Come, Jasper, do your worst. If you insist. Curse you, Hendrik. Brute strength wins the day again. It is good to see two young men with such spirit. Huh? Hmm? But I order you to cease your horseplay and greet our latest arrival. I present Princess Jade. Oh. Hmm. When you grow older, you will be the guardians of this great kingdom. I am counting on you. And now, so is she. With my might and your wisdom, we will surely be the greatest knights this kingdom has ever seen. Long may we protect the princess and all her people. Jasper, are you listening to me? What is this? Why, the shield of Heliodor, of course. Symbol of the kingdom's greatest knights. His Majesty keeps it in his private chambers. If we are destined to become such men one day, one of us will surely wear it. I would very much like to see it, wouldn't you? And how do you propose to do that? One cannot simply stroll into the king's chambers uninvited. Oh, I have my ways. I just so happened to spy a certain someone treating himself to a midnight feast in the kitchens. Huh? None other than His Royal Majesty. He slithered out of a secret passage behind a cupboard and set about the leftovers. That passage must lead to his chambers. You devil! You've solved the mystery of his bulging belly. The Queen will make you an Earl for such a service to the kingdom. We meet in the kitchen at midnight. Agreed? Agreed.
course. The passage to the King's chambers. But what was that? A vision? A dream? So this is your power, Luminary? You are able to draw on the memories amassed within the World Tree to pry into others' pasts. Very impressive. The kitchen is on the north side of the castle, beyond the banqueting hall. Come. Ach, und das ist dir nicht vorher eingefallen, als ich gerade eben diesen Schrank fertig gemacht habe? Ja? Nee, natürlich nicht. Wieso sollte auch? Ist ja ein unwichtiger Schrank. Dass er inspiziert werden kann. Aber okay. Reiten wir nicht weiter drauf rum. Da oben ist die Küche. Also einmal hier ums Eck, dann hier wieder ums Eck. Oh, wait. Beinahe wäre ich hier voll blind in die Gegner reingelaufen, nur weil ich auf die Minimap geguckt habe. So. Welcher Schrank war es? Der Schrank hier, ne? Ja. Das Regal wackelt leicht, wenn man es berührt. Natürlich versuchen wir es zu verschieben. I did not make it here that night, you know. I was caught trying to slip out of my chambers. The king made me polish all the armor in the castle. Aww. Jasper was disgusted with me. We had a furious argument. We had so many in those days. But there was more happiness than strife. Life was simple. We had a purpose. We would have stood together in defense of Heliodor no matter what. I have treated you poorly. Forgive me. Na endlich! Ist das der Moment, wo wir uns aussprechen können? Mitten im Kampf? In einer unterirdischen Mission? My loyalties have been tested, but not by you. Whatever lies ahead, we must face it together. Will you stand beside me? Ne, Kollege, du an meiner, wenn ich bitten darf. Du bist nur der Statist, ich bin hier der Auserwählte. Okay, da sind wir in den Gemächern angekommen. Ja, jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir das Schild bekommen würden. Ein Lederumhang. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Gegenstände. Ausrüstung. Lederumhang. Ein warmer und widerstandsfähiger Mantel aus... Okay. Gucken wir mal. Ach, nicht ausrüstbar. Meh. Sowas mag ich dann wiederum nicht. Oh, hier haben wir noch ein paar Büchlein. Die wollen wir uns natürlich angucken. Anleitung mit dem Titel Garderobe des königlichen Geschlechts. Das klingt doch gut. Königsaxt, Königsmantel, Königinrobe. Das klingt ja verlockend. So. Hier steht ein riesiges, langweilig aussehendes Buch mit dem Titel Protokoll der 36. jährlichen Konferenz zur Entwicklung Heliodors. Nee, komm. Weg mit dir. Das ist ja ein langweiliger Wälzer. So, mal gucken. Thronsaal ist da nach oben. Dann gehen wir erstmal nach unten. Um zu schauen, was wir hier noch haben. Weil, wenn es hier irgendwas gibt, irgendwelche Gegenstände, dann wollen wir sie auch gesammelt haben. Und wenn es nur ein Schrank und ein Buch in einem Schrank ist, ein Riesegewand. Dann müssen wir nochmal schauen hier wieder. Ausrüstung, Gegenstände. Ich verstehe nicht, warum man das hier so kompliziert machen muss. Kein Riesegewand? Oh. Na gut, dann halt eben nicht. Was finden wir hier in der... Ein Buch. König Carneol hinter dem Thron. Oh, das könnte eine Bildreportage gewesen sein. Nachdem ich mehrere Generationen seiner Ahnenreihe erlebt habe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass König Carneol eine seltene Art von Monarch ist und alle Qualitäten eines wahrhaft großen Anführers besitzt. Vom Volk geliebt und gefürchtet,
ist er ihm wie ein Vater, gütig aber doch streng, hart aber doch gerecht. Seit den Tagen der großen alten Könige war unsere Nation nicht mehr derartig gesegnet. Obwohl sein Gesicht von den furchtbaren Ereignissen vor einigen Jahren gezeichnet ist, könnte man dies auch als eine gewisse Tiefe empfinden, die ihn noch veredelt. Eine derartige Trauer so entschlossen zu überwinden und seine Nation trotzdem tapfer weiter anzuführen, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Carneol ein König sondergleichen ist. Ja, was ist dieser schicksalhafte Moment für die Leute, die erst frisch dazugeschaltet haben? Der König Carneol, das ist der, der uns hierher geschickt hat, war bis vor wenigen Tagen noch... Nein, also der... Er war der Meinung, dass seine Tochter gestorben ist. Und glücklicherweise ist sie es nicht. Sie hat uns sogar ziemlich lange geholfen, obwohl ihr Vater gegen uns war. Der besessene Vater, muss man dazu sagen. Und ja, die Frage ist natürlich, ob wir Jade jemals wiedersehen werden. Wir wurden beim Fall von Yggdrasil leider getrennt. So, Erdrianische Geografie. Unter den vielen großen und kleinen Nationen Erdrias steht in den Augen der Welt die sogenannten großen Fünf über allen anderen. Das uralte Eschenburg, das standhaft und felsige Heliodor, Gallopolis mit seinen edlen Wüstenrittern, Fürnland mit den schneebedeckten Türmen und schließlich das von Blumen übersäte Krijavald. Eschenburg gibt es leider nicht mehr, das wurde von den Bösen zerrupft, denn das ist nämlich die eigentliche Heimat unseres Helden hier. Ja, und wo wir vorhin gerade bei Zusammenfassung waren, als Eschenburg von den Bösen angegriffen wurde, ist nämlich Jade mit, ja, unserem Hauptprotagonisten hier, der zufälligerweise dufter Typ heißt, geflüchtet, um den Lichtbringer zu beschützen. Und dabei ist sie verschollen gegangen. Und das war der Moment, in dem es hieß, oder angeblich hieß, dass der Lichtbringer die Tochter auf dem Gewissen hat. Meh. Diese fünf Nationen sind die Lotsen der Welt. Im Abstand weniger Jahre treffen sie sich auf einer großen Konferenz namens Konvent der Könige, um Erdria in eine für alle angemessene Richtung zu steuern. Oh, ist das süß. Scheint ja sehr gut geklappt zu haben. Deswegen brennt hier auch alles. Lichterloh. Okay. Hier haben wir noch was. Ah ne, von hier sind wir gekommen. Hier gegenüber waren wir auch schon, ne? Ne, irgendwie nicht. Hier ist ja noch eine Truhe. Kleiner Lebensretter. Wir können neue Ringe herstellen. Ganz schön viele neue Sachen herstellen. Was haben wir jetzt hier noch Schönes? Bücher lesen macht Spaß. Hier steht ein altes, abgewetztes Tagebuch, das ein Kind vollgekritzelt hat. Mit zitternden Linien hat jemand etwas gezeichnet, was wie zwei Zündhölzer aussieht. Eines davon hat einen Bart, das zweite trägt eine Schleife. Unter der Zeichnung steht, mein Papa und ich. Oh, ich würde fast sagen, das hier ist Jades altes Kinderzimmer. Ein paar Fürstenfäustlinge. Können wir die tragen? Das wäre ja zu herrlich. Leider nicht. Das wäre so herrlich. So. Wir haben hier noch ein paar Wege. Der Thronsaal ist geradeaus. Das sind aber diese komischen Puppen. Ich weiß nicht, was diese komischen Puppen zu bedeuten haben. Erstmal öffne ich diese Kiste. Und jetzt greifen sie mich nämlich an. Und jetzt laufe ich hier einfach hoch. Tschüss. Mach's gut. War schön mit euch. Ich laufe deswegen hier hoch, weil wenn es hier irgendwo dieses Schild gibt, dann will ich dieses Schild natürlich auch definitiv haben. Aber wir haben natürlich keinen Kanalisationsschlüssel parat. Also ich glaube nicht, dass der Kanalisationsschlüssel hier funktionieren wird. Okay, ich versuche mich nochmal an ihr hier vorbeizustehlen. Oh, die Tür ist offen. Sehr gut. Hier laufen noch mehr Gegner durch die Gegend. Ich glaube fast, hier müssen wir aber später erst hin.
Denn das geht nämlich nach draußen zum, also nicht zum Hof, sondern auf den Balkon. Da können wir nochmal kurz einen Blick rein. Nee, können wir nicht. Schade. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ab zum Thronsaal. Lang genug drumherum gelaufen. Und dann heißt es, den Oberböse-Mufti verprügeln. Ich verprügel die beiden Tussen hier auch nochmal ganz kurz. Wie gesagt, keine Ahnung, was die bringen und wie stark die sind. Eiserne Lady! Also ganz so ohne ist sie dann doch nicht. Probieren wir es nochmal mit dem hier. 44, das ist doch echt ein Witz. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Ah, super, konnte man nicht sehen. Wunderbar. Dann mal den Falkenhieb rein. Ja, das sieht schon besser aus. Oh, die halten ja gar nichts aus. Aber geben Erfahrungspunkte, das ist gut. Wir machen das gleiche nochmal. Nochmal einen Falkenhieb drauf. Jawohl! Und ein Crit mit 200. Sweet! Victory is ours. So, jetzt haben wir hier zwar ein bisschen Ruhe, aber wir sehen halt eben selber, unsere Lebenspunkte sehen gar nicht so geil aus. Deswegen gehe ich hier nochmal in den Gegenstandsbeutel, werfe nochmal ein paar Heilkräuter rein. So, sehr gut. Einmal Zauberwasser noch dazu. Damit wir hier voll gestärkt reinwandern. Ich schaue mir jetzt nochmal eben schnell den Gegenstandsbeutel an. Das zum Beispiel kann wieder zurück in Ausrüstungsbeutel. Genauso wie der Silberküras. So, haben wir noch irgendwas, was irgendwie unnötig ist? Yggdrasil lässt einen gefallenen Verbündeten in die Welt der Lebenden zurückkehren. Ja, das bringt uns jetzt gerade herzlich wenig. So, einmal kurz ordnen, Heilkraut. Oh, wir haben ganz schön viele Heilkräuter hier. Dabei finde ich die Arznei doch um einiges besser. Davon haben wir auch noch 9 Stück. Wir können uns nämlich hier jetzt nicht auf die Hilfe anderer verlassen. So, ich weiß nämlich nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber es wird halt vermutlich ein Bosskampf sein. Deswegen wäre schon mal ganz gar nicht so verkehrt, wenn wir uns dementsprechend noch ein bisschen ausrüsten. Ah, das ist gut. So, wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch hier? Nee, keine Ahnung. Okay, das schauen wir uns dann aber nochmal im nächsten Teil an. Hier erstmal einen kleinen Cut, oder? Gehen wir durch? Gehen wir nicht durch? Doch, wir machen hier einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge, Dragon Quest. Und ich bin mal gespannt, was da noch abläuft. I'm so happy. Mal schauen.